Jo, was geht? Heute ist endlich CSD. Ich warte schon das ganze Jahr darauf. Und ja, mal sehen, was heute so passiert. Ich treffe mich jetzt erstmal mit Rico. Und ja, ich bin schon sehr gespannt heute. Könnt ihr meine Sommersprossen erkennen? Ich habe gerade eine richtig cute Nachricht bekommen, und zwar von einem Kumpel von mir. Und zwar hat mir Toni geschrieben: "Wish you all the best on today's Christopher Street Day. Let us all celebrate unconditionally love and fight for equality all over our planet." XOXO, Toni. Und damit kann ich gleich mal so ein Thema ansprechen. Und zwar verbinden ja viele den CSD mit Party hard und keine Ahnung was. Aber bei der Pride geht es darum, dass wir halt für die Rechte der not straight people, ich nenne die jetzt einfach mal so, also LGBT plus und so weiter, dass wir halt für die Rechte kämpfen. Und das sollte man echt nicht vergessen. Also viele vergessen es immer wieder. Das finde ich total schade. In vielen Ländern ist es zum Beispiel so, dass Menschen, die homosexuell sind, die Todesstrafe bekommen. Das ist echt, das muss man sich mal vorstellen. Das ist heftig, ne? Also da können wir in Deutschland noch glücklich sein. Also klar, es ist noch verbesserungsbedürftig, aber trotzdem können wir froh sein, hier in Deutschland schon viele Rechte zu haben. Und ja, fighting. Fighting for the world. So, ich bin jetzt unterwegs. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg zu Rico. Da treffen wir uns und unterwegs habe ich schon richtig viele gesehen. Alter, das ist heftig, wie bunt es heute aussieht, ne? Wir wollen. Treppensteigen ist mal so anstrengend. Jo, was geht? So, wir machen jetzt Glitzer auf meiner Haut. Schickes Bein. Okay, das wird ja noch ein bisschen dauern. Wir warten noch, bis alle da sind und wir machen uns noch ein bisschen fertig und ansonsten geht's dann gleich los. Also in einer Stunde oder so. Okay, wir machen uns jetzt endlich los. Endlich mal. Okay, nur halbwegs. Komm her, Rico. Hi. Yay, Rico ist wieder da. Ihr wolltet ja unbedingt ein Video mit Rico haben. Ja, ich denke schon. So einige haben wirklich nach dir gefragt, ne? Ah ja, hier bin ich. Hier bin ich. Hi, cool. Jetzt habt ihr ein ganzes Video mit uns, jo. Und jetzt geht's los auf den CSD. Oh, du kannst es ja richtig. Ja, und los. Oh yes. Ja, kommt in einer Minute. Okay, was war eigentlich die Inspiration von deinem Outfit? Leonidas. Was? What's up? Alle! Oh, this requires some good stacking. Wie? Oh, wow. Wir sind 10, ich hab schon durchgezogen. Lustig! Wow. Wenn das online kommt. Okay, wir sind jetzt hier am Zoologischen Garten. Einschluck für die Bo, Einschluck für die Mama. Die ist abgesperrt. Kennt ihr schon Bo? Sie ist mein größtes Vorbild. Okay, kurzes Update, wir müssen mal auf Toilette. Okay, anscheinend gehen wir zur Berliner Bierakademie. Richtig krasser Schuppen, würde ich sagen, zum Pullern.
Hä, hey, richtig krasse Werbung hier für den Laden, ne? So, Rico. Ist dein erster CSD, wie ist es? Besser als ich dachte. Ah. Das wird noch besser. Das wird noch besser. Wie bitte? Okay. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Was ist, wenn ich heute die große Liebe meines Lebens finde? Wirst du sowieso vergessen mit dem Alkoholkonsum von heute. Okay. So, weiter geht es. Wir sind immer noch nicht am Neulendorfplatz angekommen. Vom Brandenburger Tor sind wir eh weit entfernt. Aber gute Laune haben wir. Ey! Yes! Yay, es regnet. Okay, wir nähern uns dem Brandenburger Tor. Endlich. Yay. Oh, ich bin müde. Jo, ich melde mich mal. Es ist jetzt der nächste Tag und ja, mehr Videomaterial habe ich auch gar nicht. Der CSD war echt schön. Es war ein bisschen anders. Die letzten Jahre bin ich ja immer mit meinem Ex-Freund gegangen. Deswegen war es für mich mal eine neue Erfahrung, mal mit einer Gruppe hinzugehen. Vor allem das Lustige ist halt wirklich, ich kannte die meisten halt gar nicht. Ich habe die davor, also ich habe die halt an dem Tag erst kennengelernt. Das ist ganz interessant gewesen. Aber die waren, also ich fand, wir waren eine coole Truppe. Wir haben gut harmoniert. Wir hatten keinen Streit oder sowas gehabt. Das war alles mega cool. Und ja, ich fand es super schade, dass ich vor Ort kein Netz hatte, weswegen ich viele Zuschauer verpasst habe oder Zuschauer mich verpasst haben. Aber es wird bestimmt noch andere Möglichkeiten geben, euch zu treffen. Und von daher, ja, hoffe ich, ihr hattet auch einen wunderschönen CSD, falls ihr vor Ort wart. Ich hoffe, ihr seid alle gut nach Hause gekommen. Es war schon warm, ne? Es war extrem warm. Ich hatte zwischendurch so einen trockenen Mund. Und wenn man sich vor Ort Wasser kaufen wollte, dann hat es 4 Euro gekostet. Damn, Leute. Auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Nochmal danke an Rico und an die coole Truppe, dass ich mit dabei sein durfte. Und, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr mich gerne noch kostenlos abonnieren. Und, ja, vergesst nicht, die Glocke anzuschalten. Wäre ganz cool. Bis zum nächsten Video. Ciao. Hello.